Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Sind sie nicht emsig? und heute geht es von Kriegsfeld schließlich nach Winnweiler. Oh, ja, liegt hier im Kreis Donnersberg, rot markiert, im grünen Ländle Rheinland-Pfalz. Nach heutigen Grenzen und Gegebenheiten. Sowas ändert sich ja schnell. Seht hier als Übersicht. Deutschland in seinen Bundesländern. Jahrhunderte umgeben uns. Sehenswürdigkeiten aus Holz und Stein erzählen. Und hier in diesen grau markierten Kreisen, da waren wir unterwegs, um zu sehen, was zu sehen ist. Und zu hören, was diese Zeugen teils heute noch können. Wisset noch, dies ist ein Beitrag der Serie 6. Derzeit gibt es folgende Serien mit eigenen Beiträgen. Schaut bei Gelegenheit doch mal rein. Doch für hier und jetzt, in einer kleinen Umrisskarte des Kreises Donnersberg, das erste Ziel Kriegsfeld. Und der gelbe Punkt, der Donnersberg. Später gleich mehr, aber es ist schon eine Landmarke. Ja, Kriegsfeld. Ein schönes Örtchen. Fachwerk, liebevoll restauriert und in Farbigkeit gehalten. Früher war das oftmals bunt, blau oder rot, sehr teuer, man zeigt, was man hatte. Hier das Ortswappen. Ein Krieger mit einem Wurfkranz. Ja, der Name. Früh schon zu den Raugrafen gehörend, dann an die Grafen von Sponheim übergehend, gelangt es schließlich im Erbgang an die Grafen von Nassau-Saarbrücken. Von diesen dann, niemand lebt ewig, an die Grafen von Nassau-Weilburg. Um schließlich bei dem Löwen, dem Kurfürsten der Pfalz, zu enden. Doch er war auch nicht unangefochten. Kleine Reibereien gab's jeden Tag. Doch seht hier, das alte Forsthaus aus der Zeit des Barock. Ein schöner Sinnspruch ziert das Haus. Zeit des Barock meint aus der Bauperiode des 18. Jahrhunderts aus heutiger Sicht. Und seht hier, fast ein wenig versteckt, 1724. Das Baudatum zumindest des Erdgeschosses. Hofanlagen, zum Teil ein wenig von der Zeit gezeichnet, aber sowas ist teuer, immer in frischer Farbe. Hier ein Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert. Ein gemütliches Ortsbild. Damals wie heute, Lagerschuppen und Scheunen. Und hier. Man möcht's ihm nicht ganz ansehen, aber hier haben wir das älteste Haus vor uns, zumindest im Kern. Die Tür ist etwas jünger, doch wir sehen im Sturz der Tür, dem querliegenden Balken, Johannes Schneider 1612. Lasst euch nicht von der komischen 6 täuschen, sieht aus wie eine umgekehrte 4, aber die Dokumente des Ortes belegen 1612. Aber das hat ja immerhin auch was. Oder hier haben wir das alte Pfarrhaus von 1772, was er 92 durch einen Neubau ersetzt. Und die Kirche. Sie war einst Teil einer Kirchenburg, um die Ortsbevölkerung zu schützen. Die Kirche selbst wird im 14. Jahrhundert zuerst genannt, der Turm aus der späten Gotik mit Schlitzscharten in den Mittelgeschoss. Man sieht beim Gang um die Kirche der Triumphbogen, hier ging's einst in das Chor. Und hier nochmal die Schlitzscharten. Den Evangelischen gehört die Kirche, die Katholischen haben eine neue nebst Pfarrhaus. Von 1935 in historisierendem Stil, ein bisschen gotisch angehaucht mit den Strebepfeilern außen. Ursprünglich hatten die Katholiken nach der Reformation die alte Kirche St. Matthäus von 1787 bis 1935. Und seht auch hier, bautechnisch gesehen. Ein Zimmerhaus von der Tiefe her. Ja, es gab damals auch einfache Leute. Ein kleiner Bach durchzieht den Ort. Frischwasser für die Notzeiten auch, sehr wichtig. Und damals wie heute, unverputzte Speichergebäude. Steinsichtig, wie man das so nennt. Ja, hier das alte Pfarr- und Schulhaus aus dem 18. Jahrhundert, also 92 neu erbaut. Und die Ölmühle. Sie wurde 1817 erbaut. Und war bis Anfang des 20. Jahrhunderts in Betrieb. Ein schönes Örtchen mit Geschichte.
verschiedenen Ansichten und Bildern und in der Region des Donnersbergs gelegen. Dies ist eine Landmarke, schon zu keltischer Zeit wohl dem Gott Dona geweiht. Bergbau, doch des dunklen Nachtes wegen. Ja, die Kriegsfurien. Ab und zu suchen sie unsere Gegend heim. Schaut, eine kleine Liste, den Bauernkrieg wollen wir mal weglassen. Wir sprechen von richtig was kaputt machen. Der Klassiker, der 30-jährige Krieg. Aber das war nicht das Schlimmste. Danach ging's Schlag auf Schlag. Heere von Zehntausenden auf beiden Seiten. Frankreich gegen den Rest der Welt, im Holländischen Krieg. Pfälzischer Erbfolgekrieg, Spanischer Erbfolgekrieg, Österreich. Ja, da könnt ihr euch vorstellen, woher der Begriff verheert kommt. Doch hier liegt Rockenhausen, unser nächstes Ziel. Auch Rockenhausen nahm ganz schön Schaden. Doch seht, die Kirche. Wir fangen hier mit dem Neuesten an. St. Sebastian, 1917 erbaut. In einem historisierenden Stil. Aber sehr schön gemacht, muss man sagen. Massiv der Turm, fast wie ein Bergfried. Auch Rockenhausen gehörte früh den Raugrafen, ein mächtiges Geschlecht. Lange lebten sie, doch 1457 starben sie endgültig aus und alles ging an, richtig, die Kurpfalz über. Doch andere mächtige Grafen existierten oder stiegen auf. So gab es immer Grund, sich den Schädel einzuschlagen, nennen wir es beim Namen. Auch hier Gebäulichkeiten. Unverputzte Mauern weisen auf einstige Gebäude hin. Malerische kleine Straßen. Fachwerk herrscht vor. Liebevoll restauriert. Nach den Kriegen wieder aufgebaut. Keins der Gebäulichkeiten hier ist, zumindest was über der Erde ist, älter als das 18. Jahrhundert. Doch seht ihr, die Schlossapotheke. Auch sehr schön wieder hergerichtet, mit einer Arkadenreihe. Die Kirche im Kirchhof, dort wird nicht mehr beerdigt. Früher wurde es bis ins 18. Jahrhundert hinein. Gebäulichkeiten umstehen die Kirche oder hier an der Napoleonsbank auf dem Marktplatz. Da hat man die Sachen, die man normalerweise auf dem Kopfe trug, wie der Korb, der oben steht, abstellen können und konnte sich auf der unteren Sitzbank ausruhen. Man nennt's Napoleonsbank, aber es ist schon älter. Kommen wir aber gleich dazu. Die Kirche. Die Kirche als solches, sie stammt aus dem Jahre 1525, zumindest der Kirchturm. Der Rest ist später wieder neu erbaut worden. Doch seht der Kirchturm mit schönen Steinen an den Kanten? Verzierungen? Sinn für Kunst auch im Kleinen. Auch solche Kleinigkeiten sind sehens- und liebenswert. Und 1525 finden wir hier unten. Der Stein ist natürlich erneuert, weil so schrieb man es damals nicht, aber immerhin. Fachwerk mit Hofeingängen. Überkragend, groß und klein, liebevoll erhalten. Natürlich, moderne und alt, kann sich vertragen. Und hier sieht man das auch praktisch. Wir sind wieder bei der Schlossapotheke und schauen nun mal nach hinten. Da steht das Schloss. Eigentlich eine Wasserburg. Der Begriff Schloss, da erwartet man ja immer Großes. Nun, die Wasserburg wurde zerstört im 15. Jahrhundert und wieder aufgebaut und dann schließlich zu einem Schloss der Renaissance. Nach weiteren Zerstörungen, Franzosen und so, hat man es dann neuzeitlich wieder restauriert. Ein paar alte Steine und Singsprüche. Hier, die Rockenhausener Kornähe. Die sind erhalten vom alten Schloss und hier verewigt. Hoffentlich wirklich für lange Zeit. Ein Blick auf die Kirche, ein letzter Schwenk durch die Hauptstraße, auch hier die Häuser schön in Farbigkeit gehalten. Wir kommen auch an einer alten Mühle vorbei. Oben war Speicher, man sieht noch den Ladeerker, da wurden die Säcke mit Korn an einer Winde emporgezogen. Das Farmenhaus, Zollner, einst sogar mit Wachen. Weist uns den Weg zum nächsten Ziel. Wir kommen schließlich nach Winnweiler, dem letzten Ziel dieser kleinen Reise, und sind halb um den Donnersberg herum.
Hier sind wir auf dem Schlossplatz. Da gab es aber viele Schlösser. Ja, der Adel war weit verbreitet. Auch neuzeitlich. Ja. Ursprünglich der Herrschaft Falkenstein angehörig. 1665 im Erbgang an Lothringen und schließlich 1740 an Österreich. Aber nur für kurze Zeit. Hier stand das Schloss. Diesmal ein großes 1604 errichtet. So sah das mal aus. 1810 war es schon wieder abgebrochen. Bitte? Hier seht der Grundstein des Schlosses von 1604. Eine Replik gestiftet, wie unten zu lesen. Doch immerhin, mit Inschrift aus damaliger Zeit und Schreibweise. Wir haben hier gesehen die Ereignisse, die diese Region ereilt haben. Und ganz besonders ab 1790, da waren die Franzosen wieder da. Napoleon und so. Und ab 1804, in manchen Regionen ab 1806, da war das wirklich dem französischen Staatsgebiet angegliedert. Und alle Adelsburgen, Schlösser und Häuser werden an privat auf Abbruch verkauft. Die Leute zahlten einen geringen Preis, mussten es aber abtragen, die adligen Bauten. Sollten sie binnen einer Frist dies nicht tun, dann wird wieder unentgeltlich eingezogen. So verschwand viel Geschichte und man wurde französisch, ja. Doch seht, es werde ja nicht lang, Waterloo und so. Hier stand da die Brauerei, die bayerische. Bitte? Ja, eine kleine Erinnerung. Der hiesige Orts- und Geschichtsverein ist da sehr engagiert. Ja, es kam nach dem Wiener Kongress an Bayern. Und die Brauerei von den Gienernschen Eisenwerken, die kam dann an Bayern. Aber nicht für lang. Viele der Gebäulichkeiten hier sind auf Kellergebäuden der Schlossanlage, die sehr groß war, aufgebaut. Die haben wir auch liebevoll eine kleine Tafel, die uns zeigt, wie das um 1740 ausgesehen hat. Mit Burg und Schloss und was so dazugehörte. Ja, viel hat sich verändert. Oh, eine moderne Plastik. Nein, die Eisenwerke genannt. Nachdem 2004 der Betrieb eingestellt wurde, ja, bei 1742, brodelten hier die Schmelztiegel. Ach, schon früher wird die Römer betrieben hier. Als es dann eingestellt wurde, dann hat man das hier als kleines Freilandmuseum gewissermaßen aufgebaut. Hat auch was. Eine Post und mehr Höfe. Apotheken natürlich. Damals so wertvoll wie heute. Ja. Und auch hier Häuser schön in Farbigkeit und bester Restauration. Das ist nicht billig. Deswegen muss es mal sehr hervorgehoben werden. Wir sehen hier weite, freie Plätze. Winnweiler wurde eben, gerade zur französischen Zeit, umgestaltet. Und hier auf dem Platze, da ereignete sich. Ja, durchaus freudig begrüßt. Man wollte endlich die Leibeigenschaft und den Adel loswerden. Napoleon hat das abgeschafft. Er war beliebt bei den Leuten, seinen neuen Untertanen. Doch es währte nicht lang. Ihr seht ein Haus von 1837, 1980 renoviert. Schöne, freie Plätze. Die Kirche indes, das heißt, es gibt zwei Kirchen natürlich. Auch hier durchzieht ein Bach den Ort. Eine Brücke, Sankt Nepomuk geweiht, dem Schutzpatron. Wir gelangen hier zur Kirche der Evangelischen. 1749 erbaut der Turm, ein wenig später. Auf alter Grundlage natürlich. Es war noch vor Napoleons Zeiten, aber während der Kriege des 18. Jahrhunderts, da ging auch in Winnweiler viel kaputt. Oder seht hier, das sogenannte Kaffeemühlchen aus dem 18. Jahrhundert, zum einst großen Hof des Wormser Stifts Neuhausen gehörend. Ja, auch die Kirche hatte hier Besitz. Und sie war nicht weniger knechtend wie der Adel. Hier die Kirche der Katholischen, 1913 in Neubarock erbaut. Auch ein schöner Stil. Die Brücke indes, sie ist von 1761. Sankt Nepomuk, wie gesagt, der Schutzpatron. Ja, und mit einem letzten Blick auf die Kirche und dem kleinen Wasserlauf sind wir auch schon soweit. Somit hat diese Geschichte ihren Abgang.